sehr verehrten Damen und Herren, wir haben vor wenigen Tagen noch gescherzt, dass bei dem Prank um Bushidos Goldplatte vielleicht irgendwie der Marvin, der Wildhage, hier seine Finger mit im Spiel hat. Und wie der Zufall so will, hat der junge Mann jetzt hier auf seinem Zweitkanal ein Video hochgeladen, Bushidos Schallplatte, Seven vs. Wild, Nachmache, diese Pranks gingen zu weit. Für alle, die nicht wissen, worum es geht, KuchenTV hat beim Zollamt die goldene Schallplatte von Arafat Abou-Chaka, die er für den Goldstatus von Bushidos Album Von der Skyline zum Bordstein zurückbekommen hatte, ersteigert. Arafats Goldplatten und Platinplatten, also diese ganzen Auszeichnungen, werden jetzt irgendwie nach und nach versteigert, weil die beschlagnahmt wurden, weil Arafat irgendwie seine Steuerschulden nicht bezahlt hat oder sowas, ne? Und so ist das nun mal, ne? Finanzamt, Zollamt versteigert dann natürlich auch irgendwelche Wertgegenstände. An den Höchstbietenden online geschieht das Ganze. Momentan ist da, glaube ich, jetzt auch von Farid Bang Killer, dann von Shindy Stress ohne Grund. Ich glaube, Heavy Metal Payback, eine Platin-Auszeichnung. Also für alle Interessen musst du einfach mal googeln. Zollamt, Versteigerung, Auktion, dies, das, Ananas, ne? Und dann hat aber gleichzeitig auch Farid Bang irgendwie so einen Brief gepostet. Hi, Farid, ich habe dir da die Goldplatte gekauft. Nimm sie bitte als Geschenk an. Ich feiere das total und möchte das natürlich hier an dich weitergeben. Das hat dann Farid gepostet, auch mit einem Screenshot von der goldenen. Aber dann hat, wie gesagt, KuchenTV gesagt, hä, was ist denn los? Ich hab doch die goldene ersteigert hier. Guckt mal, hier ist sie. Also KuchenTV hat die auch wirklich bei sich physisch schon in seinem Besitz. Der hat die schon abgeholt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob der Marvin Wildhage hier wirklich damit was zu tun hatte. Wir gucken mal rein in das Ganze. Vielleicht hat er ja versucht, hier diverse Leute zu pranken, dass er denen diese Goldplatte hier gekauft hat. Und Farid ist halt drauf reingefallen. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Zweitkanal. Herzlich willkommen zu einem... Ja, auf jeden Fall zweitbester Marvin, der YouTube-Videos macht, finde ich. ...brandneuem Video, immer noch aus Mexiko. Ihr erkennt es an... Mexiko, der lässt sich gut gehen hier, ja? Läuft bei ihm. ...an der untypischen Location und an meinem feinsäuberlichen Rentnerhemd. Oh nee, Digga. Das hat doch jetzt eigentlich schon mal ein kostenloses Abo verdient. Dementsprechend Daumen nach oben und Abo dalassen für mein Hemd. Heute soll es aber nicht ums Hemd gehen, sondern um ein brandaktuelles Thema. Denn ich habe gesehen, dass der liebe KuchenTV eine goldene Schallplatte... Oh, sheesh, Digga. Ich glaube wirklich, er hat da was damit zu tun hier. Ist ja geil. ...von Bushido ersteigert hat. Was ich damit zu tun habe und hinter welchen Pranks ich vielleicht in der Vergangenheit stecken könnte, es mir zumindest zugetraut wurde und wo ich vielleicht doch meine Finger im Spiel hatte, das erfahrt ihr alles heute. Dementsprechend bleibt gerne dran. Und wie gesagt, starten wir direkt mal mit der goldenen Schallplatte von Bushido. Platin Award von Bushido gerade bei 14.600 Euro. Boah, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ja, Farid hat den Köder geschluckt, richtig. Wie Shindy natürlich auch den Köder geschluckt hat von seinem Song-Leak, ne? Richtig. Du hast den Köder geschluckt. Hier. Bushido, von der Skyline zum Bordstein zurück. Für mich persönlich das erste physische Album, das ich mir damals als CD von meinem eigenen Taschengeld... Na, da ist doch, ja. Da ist doch schon der persönliche Bezug hier am Start hier, ne? Was viele vielleicht auch nicht mehr wissen, ist, Marvin Wildhage war parallel dazu, dass er natürlich immer seine eigenen YouTube-Kanäle hochgezogen hat, lange Zeit auch Moderator, Interviewer bei TV Straßensound. Er hat ganz viele Rapper auch interviewt. Er war bei vielen Rappern auf Tour, hat sich bei vielen Rappern im Studio mit angemeldet, hat mit den Talks gemacht und so weiter. Und eins der legendärsten Interviews mit Marvin Wildhage bei TV Straßensound war, Chat, ich bin kurz gespannt, schreibt ihr mal rein. Richtig, Algier, ja. Er war mal bei Algier, ich weiß nicht, was das war irgendein Club. Da war der bei Algier im VIP, so mit Algier seiner kompletten Posse und der kleine Allmann Marvin Wildhage saß da mit rot angelaufenen Pausbäckchen, völlig überfordert mit diesen ganzen Proleten im VIP-Bereich und hat irgendwie versucht, mit Algier ein zusammenhängendes Gespräch hinzukriegen. Ich glaube, dieses Video ist nicht mehr online. Ich kann auch verstehen, warum. Und, richtig, Marvin Wildhage ist auch einer der wenigen, der Stefan Raab mal interviewt hat. Da bin ich echt neidisch. Ja, das ist echt krass, Digga. ...gekauft habe. Damals noch bei Karstadt in Peine. Im ersten OG gab es da nämlich eine Abteilung für DVDs, Playstation-Spiele und CDs. Und damals war es noch kurz...
Karstadt, gibt's das noch? Ich glaube, Kaufhof hat ganz viele Filialen zugemacht, ne? Aber ich glaube, Karstadt hat, glaube ich, auch abgebaut, Digga. Ja, es waren noch Zeiten, Digga. Kurz vor der Periode, wo Deutschrap ziemlich krass zensiert wurde, immer eine Altersbeschränkung bekommen hat. Ich damals als 10-Jähriger konnte von der Skyline zum Bordstein zurück noch physisch im Laden kaufen. Ich bin gezahlt aus dem Ghetto für 80 Minuten. Marvin mit 10er, der Bushäsche. Hä? Sieht genauso aus wie heute. Das könnte auch ein aktuelles Foto sein. Der Bruder hat sich überhaupt nicht verändert. Ich finde, Marvin hat dieses Michael J. Fox Face, ja, so Babyface, Digga. Wie alt ist denn Marvin Wildhage? Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, Bruder. Ja, jetzt, ihr könntet mir auch sagen, der ist 43 oder sowas, ja. Und dementsprechend habe ich natürlich auch eine ganz besondere Verbindung zu diesem Album und habe vor ein paar Wochen dann über TikTok gesehen, dass auf der Seite des Zollamtes Potsdam eine goldene Schallplatte... Ich find's aber immer noch krass, dass KuhnTV einfach 16.600 Euro dafür bezahlt hat. Ich sag euch, diese YouTube-Millionäre, die sind alle abgehoben, Bruder. Die haben gar keinen Bezug zum Geld mehr. Das sind alles Leute, die komplett in Saus und Braus leben. Ja? Und dieser Lifestyle, der macht kaputt, Bruder. Kokain, Groupies, Prostituierte. Das ist Alltag bei KuhnTV. Ich sag euch, wie es ist. Ja? Das ist allerletzte. Ist das allerletzte. Ich muss den wirklich auch mal ein bisschen wachrütteln. So kann das Baby nicht weitergehen. Von eben jenem Bushido-Album verkauft wird, versteigert wird. Und diese Schallplatte gehörte niemand Geringeres als Arafat Abu Chaka. Warum die jetzt versteigert wurde, dazu wurde natürlich nie was gesagt. Aber man kann schon sagen, dass wenn etwas vom Zollamt versteigert wird, dass es vorher konfisziert wurde. Warum? Richtig. Es bleibt offen. Dementsprechend hatte ich auch großes... Ja, weil er halt, wie gesagt, Versäumnisse hatte im Zahlen von aus... stehenden Beträgen und dann werden halt Sachgegenstände genommen von dem, der da halt Ärger mit dem Finanzamt oder Zollamt hat und dagegen gerechnet, ja, was den Wert betrifft. Das Interesse eigentlich selber mitzubieten und hatte über mehrere Tage diese Versteigerung in meinem Handy als Nenn mal drei Leute, die du gerne interviewen würdest, wenn du es dir aussuchen könntest. Boah, es dürfte eigentlich dann nichts mit Rap sein. Also Stefan Raab definitiv. Danke, Gates. Arnold Schwarzenegger, Donald Trump, die drei. Tab offen, ich glaube 10 oder 14 Tage ging die Versteigerung und bis zu, ich sag mal, 5.000 oder 6.000 Euro war ich auch noch gewillt, selber mitzumachen. Einfach um dieses Relikt meiner musikalischen Vergangenheit irgendwie zu bekommen und bei mir im Büro aufzuhängen. Nur irgendwann ging es dann über die 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro hinweg und am Ende wurde sie tatsächlich versteigert für 16.600 Euro. Und ich habe mich schon gefragt, wer gibt dafür so viel Geld aus? Und ein paar Tage später wurde es dann öffentlich gemacht, dass es KuchenTV war. Ich habe die Goldplatte von Arafat Abu Chaka ersteigert, meine Freunde. Der diese Schallplatte ersteigert. Finde ich auch gut, dass er das dann auch wirklich auch so schon direkt schnell abgeholt hat, um dann auch die Bude zu zeigen. Weil irgendwo waren dann die Leute auch so, hä, ich verstehe gar nichts mehr, wir hatten die jetzt, ne? Und natürlich Danke, Gates. Ist es am besten, das Ganze zu beweisen, dass du das Ding hast, wenn du sie halt physisch auch in der Hand hast und dann damit rumstolzieren kannst. Parallel dazu ging aber auch zum Beispiel bei Farid Bang Stories Online, dass... Und das meine ich hier, ne? Das hat für Verwirrung gesorgt. Lieber Farid, ihr merkt auch, dieser Brief ist ausgedruckt in Comic Sans MS. Wo ich mir erstmal denke, also wer hat 16.600 Euro auf der hohen Kante, um die einfach Farid Bang in den Rachen zu schmeißen und schreibt dann etwas in Comic Sans MS, ja, der hässlichsten Schrift, die es in Word oder Microsoft Office überhaupt gibt, ja. Und dann ist aber das alles ausgedruckt, außer die Anrede. Und KuchenTV hat gemeint, er hat von anderen Influencern schon die Info bekommen, dass sie auch so einen Brief bekommen haben. Und hier steht, lieber Farid, am 12. Dezember 2023 um 9 Uhr habe ich eine goldene Schallplatte für den absurden Preis von 16.600 Euro bei einer Online-Auktion ersteigert. Ich habe das getan, um dieses Objekt dem freien Markt jeglicher Spekulation und der Social-Media-getriebenen Verkultung zu entziehen. Es ist nicht richtig, dass aus einer musikalisch-künstlerischen Auszeichnung eine Trophäe der Zwietracht wird. Es ist nicht richtig, mit einer musikalisch-künstlerischen Auszeichnung Cash zu machen. Geld, Häme und Hass bringen Menschen auseinander. Kunst und besonders Musik hat die Kraft, Menschen zu verbinden. Darum überlasse ich dir diese goldene Schallplatte zu treuen Händen. Für die Kunst, für die Musik, für die Liebe, für die Gemeinsamkeit. Einander ist alles, was wir haben. Bruder, übertreib doch nicht, ja? Alles Glück der Welt und ein gutes Jahr 2024. Ein Freund, ja, ein Friend. Er wohl diese Schallplatte bekommen hätte. Jemand hätte die wohl ersteigert und ihm zugeschickt. Dazu noch ein netter Brief, anonymisiert. Mein Freund, ich habe dir das hier ersteigert. Das ist kein Relikt, mit dem man angibt. Ich möchte es aber dir in deine vertrauenswürdigen Hände geben. Irgendwie so stark. Er hat das gepostet, natürlich. Das siehst du doch in den Insta-Stories hier, warte.
Das sind Insta-Stories. Warte, wo ist es denn? Ein netter Brief, anonymisiert, mein Freund, dass er... Hier, du siehst es ja, ne? Guck mal, hier steht auch Farid Bang, ne? Und auch das ist ein bisschen rangezoomt, aber das ist auch aus Farid seiner Story. Das können dir wahrscheinlich auch ganz viele im Chat auch sagen, dass sie das selber auch gesehen haben. Brief, anonymisiert, mein Freund, ich habe dir das hier ersteigert, das ist kein Relikt, mit dem man angibt, ich möchte es aber dir in deine vertrauenswürdigen Hände geben. Irgendwie so stand das da in Comic Sans auf diesem... Das kann sein, dass das mit AI geschrieben wurde, ja. Brief, und ich frage mich bis heute, wie man glauben konnte, dass das echt ist, weil... Oh, sheesh. In Comic Sans ein getippter Brief, dann noch handschriftlich, lieber und daneben so Farid Bang gekrickelt, sah schon echt nicht so hochwertig aus. Die Schallplatte hingegen schon. Und da könnte man dann schon denken, okay, das könnte tatsächlich echt sein. Spoiler, ich habe die Spannung jetzt lang genug aufgebaut, ich stecke nicht dahinter. Ich finde... Oh, wow, okay, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Alright. Okay. Ein Prank, wenn es denn ein Prank wird, bin mal gespannt, wer oder wann es aufgelöst wird, finde ich schon amüsant, aber ich finde, beim Brief hätte man sich schon noch einen Tick mehr Mühe geben können. Vielleicht komplett handschriftlich schreiben. Also, warnt es nicht, Marvin. Jetzt bin ich gespannt, Bruder. Weil, wie gesagt, KronTV gesagt hat, er hat von anderen Leuten auch gehört, dass die so einen ähnlichen Brief bekommen haben. Wahrscheinlich den gleichen. Ja, so ausgedruckt und dann halt lieber Farid, lieber der, lieber das. Digga, wenn das Shindy war, Bruder, dann echt goated hier, ne? Goated, Digga. Leon Mascher könnte sein, richtig? Ja, Marvin lag halt nah, auf jeden Fall, ne? Marvin war am naheliegendsten. Ja, safe. Oder schreiben lassen, wenn man selber eine Sau... Auch nicht günstig, eine Platte zu fängen. Hä? Es geht doch nicht darum, dass der auch wirklich denen die Platte geschickt hat, Bruder. Farid hat diese Platte nicht und er hat auch keine Fake-Platte. Ja, diese Platte hier, wo ist sie denn jetzt hier? Diese Platte ist fotografiert worden. Und er hat halt einfach sehr hochauflösende, sehr nahe Fotos bekommen von dieser Platte. Und hat dann so Farid dann wahrscheinlich noch geschickt oder sowas, ne? Ja. Oder es war nochmal ein Bild. Wie, was? Nein. Es wurden noch keine Platten verschickt. Meint ihr ernsthaft? Was? Nee. Ja, dann ist das aber wirklich auch ein geplanter Prank. Ist ja richtig aufwendig, Bruder. Nee. What? Das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Wer hat denn das gemacht, Digga? Und wann kommt das Video dazu? Weil das muss ja dann irgendwann auch aufgelöst werden, sonst ist ja nicht lustig. Das eine Logo ist kleiner bei ihm. Stimmt. Ja, da hat er was gesagt. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ist das geil. Ja. Ich dachte halt, er hat diesen Brief bekommen und dann hat ihm noch irgendwer auf Instagram geschrieben, ey, Farid, hier, by the way, ich bin's. Und hier nochmal ein Foto. Ich schick dir die Platte gleich zu. Die nächsten Tage. Skis könnte sein, aber... Er hat ja eigentlich nur diesen, ich bin das neue Signing bei EGJ gemacht, pranktechnisch, und danach nie wieder irgendwas in Richtung Deutschrap-Prank. Ja. Ey, ist ja Wahnsinn, ja. Ich bin mal gespannt, ob da noch was kommt hier, die nächsten Tage und Wochen. Weil das ist schon echt lustig, Digga. Lassen, wenn man selber eine Sauklaue hat, aber zumindest nicht in Comic Sans. Oder einen Briefkopf machen, wo es dann zumindest nach einer offiziellen Institution aussieht. Hätte man alles noch machen können, nichtsdestotrotz, Chapeau, wer auch immer so schnell war, solch eine Schallplatte nachmachen zu lassen. Denn ich glaube, dass... Der Bruder, der die gemacht hat, soll mal sagen, wie er die gemacht hat. Mach mir direkt alle Bushido-Platten nach. Ja, der soll mir auch mal eine schicken, Digga, ja? Warum hat er mich nicht geprankt? Ich würde mir gerne hier sowas hinschicken. Ich würde mir gerne sowas hier hinhängen. Sieht ja erstmal cool aus, Digga, ja? Muss ich euch ja nicht sagen, dass das Fake ist. Dass das gar nicht so einfach war. Das dauert auch elendig lang. Ich weiß es ja selber, weil ich schon länger nach solchen Relikten schaue und schon überlegt habe, ey, wie könnte ich denn meine musikalischen Lieblingskünstler noch featuren bei mir im Büro? Und habe auch mal geschaut, ob man sich nicht irgendwelche coolen Platten ersteigern kann oder nachmachen lassen kann. Und das ist relativ einfach. Bei Etsy kann man von jedem Künstler der Welt... Marvin, kommt zu Silvester eigentlich eine Podcast-Folge oder ist da Pause? Shadow, Bruder. Da ich ja natürlich morgen und übermorgen in Atlantic City bin... Ist deine Frage berechtigt? Weil eigentlich nehmen wir ja morgen den Podcast auf. Aber da ich natürlich ein Hustler, ein Macher und ein absoluter Tausendsasser und Workaholic bin, um für euch hier maximalen Content zu machen, habe ich natürlich heute Morgen schon mit Bushido diese neue, am Sonntag zu Silvester erscheinende Podcast-Folge für euch aufgenommen. Und deswegen, ja, wie gewohnt, Elektro-Ghetto-Podcast, Sonntag, 19 Uhr. So eine Platte nachmachen lassen, aber sie ist dann wortwörtlich nur... nicht irgendwelche coolen Platten ersteigern kann oder nachmachen lassen kann. Und das ist relativ einfach. Bei Etsy kann man von jedem Künstler der Welt so eine Platte nachmachen lassen, aber sie ist dann wortwörtlich nur nachgemacht. Da ist halt, es sieht halt nicht original aus. Es sieht halt ähnlich aus, aber nicht... Bei Etsy geht das. Das sieht schon nicht schlecht aus hier eigentlich, ne? 119 Euro? Collage mit AC/DC, Jailbreak, 74, goldene Schallplatte, Gold Record. Das ist eine AC/DC-Platte.
Das Gold Platin Record, Gold Record Status. Es ist schwer zu erkennen hier, was hier steht. Das sieht aber eigentlich nicht schlecht aus. Ja, geht schon. Ist schon in Ordnung. Verschickt von einem kleinen Unternehmen in Deutschland. Okay, crazy, Digga. Ist dann wortwörtlich nur nachgemacht. Es sieht halt nicht original aus. Es sieht halt ähnlich aus, aber nicht original. Ich habe da mal geguckt und daher weiß ich, dass sowas machbar ist. Allerdings in der Kürze der Zeit finde ich es wirklich faszinierend, wie derjenige oder diejenige, die hinter dieser Aktion steckt, es geschafft hat. Ich war es nicht. Trotzdem fand ich es auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Sache und werde gespannt verfolgen, wer dahinter ist. Wer Real Talk krass, wenn es Leon Mascher war, gibt es auch Platten von Flair. Das könnte er sich dann auch mal erstellen lassen, ne? So eine goldene. Goldene für jedes Album, wo Flair denkt, er hätte dafür eine goldene verdient. Also für alle. Steckt. Kommen wir zu einem zweiten Thema, das noch viel mehr Aufruhr verursacht hat. Denn wie lange ist das denn jetzt her? Das ist doch schon über ein Jahr, glaube ich, mittlerweile. Wie kommt ihr auf Leon Mascher? Hallo? Sabri, das ist doch der selbsternannte, was? Richtig, King of Pranks. Wenn es einer schafft, dann der King of Pranks, meine Freunde. Da wurde nämlich vermutet, dass ich hinter der angeblichen Trennung von Julienko und Bibis Beauty Palace stecken könnte. Was? Digga, was ist hier los mit den Leuten? Warum? Das fand ich auch ja sehr an den Haaren herbeigezogen. Aber es ist wirklich teilweise cringe, ja, was sich Leute dann im Internet für eine Platte machen und sich dafür hanebüchende Verschwörungstheorien ausdenken, wer was wo wie im Hintergrund gemacht haben könnte. Das ist der Wahnsinn, ne? Ich habe auch echt schon mehrmals gelesen und auch gehört, dass Leute gemeint haben, ja, vielleicht steckt auch Marvin hinter dem Angriff auf Twizzy. Ja. Die haben sich einfach nur geirrt, ne? Die wollten eigentlich, die sollten eigentlich den anderen Kleinen da sich packen, aber dann haben sie halt sich bei der Wahl des kleinen Mannes geirrt oder sowas, ja? Leute, ja. Geh von meinem Rücken runter, du Fan. Unironisch haben das Leute behauptet, ja. Shindy, danke für die $2. Ja, ich stecke dahinter. Ach, und auf die goldenen Platten habe ich noch in meiner Blüte pressen lassen. Viel Spaß mit dem Album. Das ist geil. Aber trotzdem sehr amüsant zu verfolgen. Und tatsächlich war es auch mein erstes Video hier auf dem Zweitkanal, dass ich dazu etwas gesagt habe. Denn in der Zeit damals gingen Videos und für mich klingt das sehr schlüssig, ja, haltet die Fresse hier. Fotos rum, wie Bibi angeblich mit ihrem neuen Freund am Flughafen stehen würde. Daneben ein Typ, der doch verdächtig ähnlich wie ich aussieht. Das Ja, Marvin auch so ein wirklich so einen komplett uniken Look, ja. Der ist so hellhäutig, dünn, hat so kurze Haare, zwei Augen, zwei Ohren. Kann ja nur Marvin sein, ne, der sich hinter dieser Maske dafür verbirgt hier, ne? Das Management von Julienko und Bibi heißt T-Quest und er gibt nicht T-Quest im Lateinischen irgendwas. Was? Spezielles, irgendein spezielles Wort. Spoiler, auch da steckt dich nicht hinter. Wir haben crazy. Ist ja mittlerweile gesehen. Julienko hat eine neue Freundin, Tanja. Lieben Gruß an der Stelle. Ja, was soll ich euch sagen? Heißt er Julienko oder Julienko? Ich weiß es nicht. Lustig. Bibi hat scheinbar auch einen neuen Freund, der damals bei dem Management gearbeitet hat, hat sich aber dann aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Alles sehr wirr. Trotzdem haben sehr, sehr viele Menschen es damals einfach nicht wahrhaben wollen, dass diese Trennung echt ist, dass die beiden neue Partner haben. Die eine zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück, der andere tritt noch mehr in die Öffentlichkeit und noch mehr auf kuriose Weise in die Öffentlichkeit. Trotzdem, die Fanbase wollte es nicht wahrhaben und hat nach einem Grund gesucht und hat nach einem Schuldigen gesucht. Und viele haben dann kommentiert, dass ich ja dahinter stecken könnte, weil die... Das ist doch nice hier, ja? Das ist wie damals Drachenlord, danke Iblali. Geil. Danke Marvin hier, ne? Das Julienko und, wie heißt die? War das Bibi oder war das die andere? Dagi. Nee, Dagi B war die, die sich von Liont getrennt hat, weil sie sich da mit dem Banger-Musik... Videografen oder Cutter liiert hat, ne? Geil. Ich glaube, so war das. Also es ist das die andere. Nicht Dagi B, sondern Bibi. Mit Eugen, genau. Eugen, der unter anderem so großartige Künstler rausgebracht hat wie Amir The Kid und Liase. Die neuen Sterne am Rap-Himmel, die auch ganz zufällig immer irgendwie bei Deutschrap brandneu, nee, wie heißt das hier? Freitag 0 Uhr, auf der ersten Seite sind, wenn sie neue Tracks releasen, obwohl sie keinen Schwanz interessieren. Was für wer, Pepper? Liase und Amir The Kid. Amir The Kid, Junge. Du lebst doch echt hinterm Mond, Alter. Ja. Nächstes Jahr wird er alles rasieren. Und Art, richtig. Ja. Das ist die neue Generation, meine Freunde. Apropos neue Generation. Luna, vielen Dank für 10 Subgifts. Rin gescheppert in die Meute hier. Lass uns doch mal anstoßen. Hebt die Red Cups hier, meine Freunde.
Prost auf dich. Dankeschön für deinen Support in die Community hier. Cheers. Dieser Typ am Flughafen doch verdächtig ähnlich aussieht. Ich war es nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Den Rest haben wir ja dann über die letzten Jahre gesehen, was ich mit Julienko und Bibis Beauty Palace und Tanja und dem neuen Freund von Bibi so zu tun habe. Nämlich nichts. Ein anderes Thema, das gar nicht so weit zeitlich weg ist, ist Sam vs. Wild. Die dritte Staffel, die Team Edition, ist online gegangen. Und kurz nach der Verkündung oder auch kurz nach dem Dreh, ich weiß es schon gar nicht mehr, gab es dann das Gerücht, dass jemand dieses Format dreist kopiert hätte. Und zwar aus einem anderen Land. Für mich war es tatsächlich nur eine Frage der Zeit, bis das deutschlandweit erfolgreichste YouTube-Format aller Zeiten, nämlich Sam vs. Wild Staffel 1 und 2, eine Kopie findet. Und wenn ist doch selber eine Kopie. Also, hä? Dass Leute einfach in der Wildnis ausgesetzt werden, das gibt's schon. Ne? Und die dann halt gefilmt werden oder halt selber auch nur sich selber filmen. Da gibt's Sachen wie Alone, genau, Dankeschön, Chat, richtig, genau, die viel, viel eher schon am Start waren. Meint wahrscheinlich ja so 1:1 mit Grafiken und mit Namen und so weiter. Ja, das kann sein. Aber so das Format an sich ist jetzt nicht super originell. Ne? Wenn nicht in Deutschland, wenn nicht in Europa, dann vielleicht außerhalb. Würdest du mit Atlassen mitmachen? Boah, ich weiß nicht, Bruder. Ich würde mit Atlassen definitiv 14 Tage campen gehen, okay? Sag mal so, Atlassen und ich auch gerne in einem Zelt, auch gerne in einem Schlafsack. Aber ihr wisst, ich schlafe immer unten ohne. Mit Atlassen zelten gehen, 14 Tage, irgendwo im deutschen Laubwald, sehr, sehr gerne. 7 Gegenstände wären dann einfach 7 Flaschen Pfeffi. Pro Person, genau. Europas. Ich meine, dieses Format hat so bahnbrechende Erfolge gefeiert in Deutschland. Und dann kam es, wie es kommen musste. Jemand hat eine Staffel Human vs. Wild angekündigt auf, ich glaube, Persisch. Runter, du Fan. Und hat auch gezeigt. Das ist ja geil. Vielen Dank, Kommandant. Danke für diesmal leider schon von Hollywood Hanks totgehört. Bin lange nicht mehr so traurig gewesen. Ja, haben wir vorhin schon thematisiert, ja. Safe. Also wenn das wahr sein sollte, natürlich, ja. Traurig, Digga. Wir werden die nächsten Tage, ich werde die nächsten Tage mal ein bisschen tiefer recherchieren und dann, vielleicht will ich es auch einfach noch nicht wahr, mehr kann auch sein. Dass das alles wirklich verdammt ähnlich aussieht wie Sam vs. Wild. Es wurde sogar in Schweden gedreht. Die Gegenstände waren ähnlich, die Teilnehmerkonstellationen waren ähnlich, das Setting war ähnlich, die Leute durften Gegenstände mitnehmen, 7 Gegenstände, es gab Teams, es gab jeden Tag eine Challenge. Es ähnelte schon einer dreisten Raubkopie. Dazu gab es dann irgendwo einen Trailer und zwangsläufig wurde ich da tausendfach drunter markiert. Okay, das ist ja dann doch schon 1:1 kopiert hier, ne? Wurde gesagt, ey, das muss doch ein Prank von Marvin sein. Der hat sich jetzt den Aufwand gemacht, eine Kopie von Sam vs. Wild ins Leben zu rufen. Bei diesen ganzen Markierungen, die ich da drunter gesehen habe, diese ganzen Leute, die mich dahinter vermutet haben, da habe ich mir doch immer die Frage gestellt, okay, wenn ich es doch war oder jemand anderes, der einen Prank macht, welche Metaebene könnte denn dahinter stecken? Weil einfaches plump nachmachen, nur damit sich alle aufregen, irgendwie ein bisschen langweilig. Zum Beispiel, als ich den Film A Hole gemacht habe, ging es ja wirklich darum, die Leute zu beobachten bei diesem moralischen Zwist, dass sie im Kinosaal sitzen, überlegen, dass dieser Film doch wirklich kacke war, aber sie ja zugesagt haben, dafür eine Story zu machen. Er hat schon viele gute Pranks gemacht, hier der Marvin, er macht das geil. Genauso auch bei dem Prank mit den Heilsteinen. Jeder weiß, dass man für Sachen keine Werbung... Heilsteine, der hätte eigentlich auch mal an Kollega das Ganze schicken müssen, weil der ist ja da auch sehr offen, wenn es darum geht, Heilsteine, vielleicht auch gerne auch Kristalle, ja, in Form von ganzen Matten halt auch üppig zu bewerben. Die natürlich hier zum unschlagbaren Preis von, glaube ich, 2000 Euro natürlich einen echten Schnapper darstellten, ne? Werbung machen darf, die angeblich Free Spirit, meine Freunde. Krebs und Depressionen heilen können. Jetzt machen es die Influencer aber trotzdem. Ja, Depressionen gibt es ja nicht, auch durch den, laut dem einen oder anderen Sprechgesangsartisten, ne? Von daher, was es nicht gibt, muss nicht geheilt werden, ja. Fake News hier. So ein Schlafschaf, Junge. Wach auf! Tim, eine Aufklärung findet darüber statt. Gut, jetzt beim letzten Dinner-Prank war es einfach nur ein Prank, weil es witzig war. Geh von meinen Rücken runter, du Fan. Das habe ich dann auch so gesagt. Aber bei Tobi, Dankeschön für den Fünfer. Was geht, was geht, was geht? So vielen Markierungen frage ich mich immer, okay, wenn jetzt wirklich nicht ich dahinter stecke, sondern irgendwer anders, das soll ein Prank sein, was ist denn die Metaebene dahinter? Und dementsprechend gab es hier bei Human vs. Wild, der Sam vs. Wild Kopie, keine Metaebene, denn es war wirklich einfach nur eine Kopie, eine ernst gemeinte Kopie. Denn mittlerweile sind alle Folgen davon online und zwar von einem persisch sprechenden YouTuber, hier an der Stelle mal eingeblendet. Alter, was? Also das war kein Prank und kein Fake-Trailer, sondern das wurde wirklich durchgezogen, ja? Krass. Stabile Aufrufe auch hier, ne? 500.000, Digga. Und ansonsten, ja, wenn er mal was macht, was damit nichts zu tun hat, 13.000 Aufrufe.
Na gut, okay, ist vor 5 Stunden rausgekommen. Crazy, Alter. Gibt es, glaube ich, mittlerweile 5, 6, 7 Folgen, wie die das eiskalt durchgezogen haben, in Schweden diese Kopie zu drehen. Spoiler. Die meisten dieser Teilnehmer sprechen zwar Persisch, haben sicherlich auch iranische Abstammung, aber kommen tatsächlich aus Deutschland. Die haben sich alle vorgestellt, dass da teilweise Leute aus Berlin kommen, aus Kiel kommen. Und das alles hätte ich jetzt nicht gewusst, hätte ich mir nicht die Reaction von Skyline TV dazu angeguckt. Krass. Der hat sich nämlich die unfassbare Mühe gemacht, aus den Originalfolgen mit einer KI die Texte rauszurendern und dann diese Texte wiederum in eine andere KI zu geben, die das mit den Timecodes mit einem Voice-Over über das Originalvideo legt. Lange Rede, kurzer Sinn, so sah es aus. Lasst uns ihn öffnen und sehen, was drinnen ist. Ich habe eine Axt, die äußerst nützlich ist. Und an der Stelle ein wahnsinniges Chapeau. Ich ziehe den Hut vor Skyline TV, der sich die Mühe gemacht hat, das alles zu übersetzen bzw. übersetzen zu lassen, darauf reagiert. Und wir sind quasi live dabei, wie er das erste Mal sieht, wie diese KI darauf reagiert. Da gibt es dann manche lustige Fehler. Es ist einfach wahnsinnig unterhaltsam und er ordnet das auch wahnsinnig gut ein, auch wenn er in der ersten Folge auch mich dahinter vermutet hat. Kommen wir zum nächsten Video, was tatsächlich ein... Crazy, da hat sich Fritz Meinecke dazu schon geäußert. Das ist ja schon irgendwo, keine Ahnung, ist das ein Raub, ja, des geistigen Eigentums? Keine Ahnung, Digga. Weiß nicht, wie sehr er das da halt auch irgendwie rechtlich abgesichert hat, dass das halt seine Idee ist und so weiter. Ein Prank war, wohinter ich vermutet wurde, was aber am Ende ein Newcomer war. Und das fand ich recht charmant, denn ich glaube, vor einem halben Jahr oder so ging ein TikTok rum, wo man ein Mona Lisa-ähnliches Gemälde von Papa Platte gesehen hat, aber nicht irgendwo, sondern direkt im Louvre hängend. So, ein Grab bei der Mona Lisa. Paar Meter von dem vorbei. Warum hängt da Papa Platte? Warum? Was habe ich verpasst? Jetzt kommen wir erstmal zur Kritik. Was ich grundsätzlich bei diesen Pranks, die offensichtlich Pranks sind, immer ein bisschen schade finde, ist, dass... Das kann natürlich sein, dass Fritz Meinecke hier auch seine Rechte ganz normal verkauft hat, ja, und die ihm das abgekauft haben. Das ist ja zum Beispiel bei Schlag den Raab auch so gewesen. Schlag den Raab hat Raab, glaube ich, also ich weiß nicht genau, eine genaue Zahl, aber es sind auf jeden Fall zweistelligen Bereich, ja, in zweistelligen Bereich an Ländern verkauft, diese Idee, das Konzept dahinter, und das gibt's jetzt in verschiedensten Ländern, heißt natürlich nicht Schlag den Raab, sondern meistens wahrscheinlich dann Schlag den Star oder sowas, ne? Wirst du gar nicht wissen, was der da an Lizenzen nochmal für Kohle eingenommen hat, ne? Wahnsinn. Dass da nicht nur die Metaebene fehlt, sondern dass sich bei der Verbreitung des Gerüchts auch gar keine Mühe mehr gegeben wird. Da wird standardmäßig immer ein neues TikTok-Profil aufgemacht. Ja, so dass, dass es Formate gibt, die dann Ableger sind von ausländischen Originalen, das gibt's ja sehr, sehr oft. Ne? Guck mal, wie heißt das bei euch hier? Das Shark Tank Pendant, wo auch Elvier war und sein Wassereis da gezeigt hat. Ja, klar, sowas wie The Voice, DSDS und so weiter, das ist alles natürlich auch Rip-Off und so weiter, genau. Höhle der Löwen, Dankeschön, ja. So, es ist so doof, ja. Man wollte jetzt nicht Haifischbecken das Ding nennen, um es einfach nur einzudeutschen, aber man nennt es halt dann trotzdem irgendwie ein Raubtier, lebt wo, ja. Shark Tank, Höhle der Löwen, ja. Lion's Den, ja, ja. Shark Tank ist aber wirklich richtig geil. Ich weiß nicht, wie das, wie Höhle der Löwen ist. Ich hatte mal, glaube ich, so für 1-2 Minuten mit meiner Mara reingeschaut, als ich in Deutschland war, aber hat mich jetzt nicht so getoucht, weil ich natürlich auch mit dem Original schon seit vielen Jahren vertraut bin. Aber das Original ziehe ich mir sehr, sehr gerne rein, ja. Also so, wenn du so einen Mark Cuban hast, Alter, und die ganzen anderen Leute da, ja, Mr. Wonderful und so, ne, ist schon nice, Digga. Ja, die sind schon, Macher, ist schon echt inspirierend. Keinerlei Videos sind da hochgeladen, keinerlei Follower. Vielleicht kauft man noch ein paar billige Follower dazu, die aber offensichtlich fake sind. Dann geht das erste Video online und es ist immer der gleiche Tonus von wegen, oh mein Gott, ich habe Papa Platte im Louvre gesehen. WTF, wer hat dieses Bild von Papa Platte ins Louvre gehängt? So war es bei mir damals teilweise ja auch mit dem Haftbefehl-Prank. Erinnert euch vielleicht, ich habe ja mal einen Haftbefehl-Fake-Song gemacht, wo ich Influencer gedisst habe. Und da war es ja dann auch... Auch eine coole Idee eigentlich gewesen. Oh mein Gott, Haftbefehl disst Influencer. Da habe ich auch schon gemerkt, das funktioniert nicht so ganz. Und dann habe ich versucht, über andere Wege das noch zu streuen. Und irgendwie ist es mittlerweile immer so ein bisschen das Gleiche. Nichtsdestotrotz war es relativ charmant gelöst. Das Video, was danach veröffentlicht wurde, kam auch von einem Newcomer. Und wir schauen mal ganz kurz rein. I have one question. Do you speak English? Yes. How do you like this picture, by the way? You think it's a good picture? A good painting? Ein ähnliches Verfahren gab es mit einem anderen TikTok, denn da hat man ein angebliches Get on my Level Lego Set gesehen. Braucht man das alles?
Da hat doch wahrscheinlich Mund in den Herzinfarkt bekommen, Digga. Ja? Crazy. Nee, Diggi. Hab ich's trotzdem gekauft? Ja, bereue ich das? Nö. Ja, das war's auch schon. Das war die Geschichte. Es gab bis heute, glaube ich, keine Auflösung dazu. Ich wurde aber hunderte Male unter diesem TikTok markiert. Vielleicht hat sich einfach nur ein Fan das nachgebaut. Vielleicht wurde der Prank nie aufgelöst, weil man selber gemerkt hat, ist ja irgendwie öde. Ein paar Leute reagieren drauf, ein paar Markierungen, aber sonst war ja nichts gewesen. Eine ähnliche Herangehensweise hat der YouTuber Bicep gewählt, als er vor einem halben Jahr... Mich würde das echt mal interessieren, ja, was so, wie viel Kohle da fließt, zum Beispiel, wenn Lego und Minecraft so eine Lizenz eingehen. Es gibt ja jetzt von wie heißen die Bausteine, Klettbausteine oder was weiß ich, ja? So diese Bausteinspielzeuge gibt's ja anstatt Lego, gibt's ja schon andere Firmen, ne? Aber nur Lego hat die Lizenz, dann halt auch so Minecraft-Modelle rauszubringen und so weiter. Klemmbausteine, dankeschön. Das ist schon, Bruder, ja, das ist ja anderes Level. Dann auch Marvel-Lizenzen, Disney-Lizenzen. Die haben ja diese ganzen riesen Brands unter ihre Fittiche genommen und dann halt mit denen hier Business zu machen. Boah, ist krass, Digga, ja. Ist echt krass. Angeblich eine XXL-Werbung für Rezo am Piccadilly Circus gebucht hat. Am Ende hat sich rausgestellt, dass er das Ganze natürlich am Rechner ganz feinsäuberlich mit After Effects nachgebaut hat. Einfach nur geguckt hat, wie Rezo darauf reagiert, wenn angeblich jemand sich die Mühe macht, das auf dem Piccadilly Circus zu spreaden. Was hier die Metaebene war, fand ich allerdings ganz interessant, denn er hat erst das Video veröffentlicht, dass er diese Werbung selber wirklich... Ist Harry Potter eigentlich auch bei Disney? Das war jetzt eine dumme Frage. Aber ich könnte es mir vorstellen, das ist auch so eine Kinderzeug halt, ne? ...mich dort veröffentlicht hat, mit dem ganzen E-Mail-Verlauf, mit den Telefon... Warner Brothers, okay. Warner Brothers auch nicht schlecht aufgestellt, ne? Die haben ja DC Universe halt, ne? Und dann, Harry Potter noch, krass. ...und so weiter, sodass man wirklich am Ende dachte, das Video wäre jetzt gewesen, ich habe Rezo, unseren deutschen Lieblings-YouTuber, am Piccadilly Circus in einer 10x10 Werbefläche digital gezeigt. Am Ende kam aber raus, er wollte schauen, wie die Reactor darauf reagieren, was sie dazu sagen, um dann zu sagen, nee, ich habe das Ganze mit After Effects gemacht. Fand ich ziemlich charmant und auch da schauen wir mal ganz kurz rein. Sieht so verdammt geistig aus. Da ist es. Und das... Das ist ein Viertel von der gesamten Fläche hier, oder? Er glaubt es komplett. Hat auf jeden Fall sich sehr viel Mühe gemacht für das Video. Er schluckt die komplette Pille, er hat es komplett geglaubt. Ich finde, das steckt so viel Mühe in diesem Video. Ein letztes Thema, unter dem ich wirklich... Es ist gruselig, Bruder. Es ist echt gruselig, Digga. Ja? Also es sah auch ganz nice aus eigentlich, ne? Wie er das gemacht hat hier mit den After Effects. Das ist schon mühselig, ne? Auch er hat den Köder geschluckt. Hier, der gute Rezo hier. Hey, ist großig, Bruder. Wo soll das noch hingehen? Auch gerade so diese ganzen AI-Sachen. Man könnte jetzt auch sagen, keine Ahnung, ja, der und der hat mir eine Voicemail geschickt und hat das und das gesagt. Und du lässt den einfach das mit, du generierst das einfach mit AI. Und es klingt einfach täuschend echt. Machst darüber ein Video. Skandal. Dieser Rapper oder dieser YouTuber oder dieser Star schickt mir folgende Voicemail und behauptet, was weiß ich, sein Hund ist sein Vater oder sowas, ne? Der hat völlig den Verstand verloren. Schaut mal, wie doof der ist. Dann ist der andere dann sozusagen in der Bringschuld, seine Unschuld erstmal zu beweisen, dass er eben doch nicht denkt, dass sein Hund sein Vater ist. Wirklich aber hunderte Male und wirklich in so einer hohen Frequenz markiert wurde, war der angeblich entlaufene Löwe in Berlin. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die abertausenden Schlagzeilen. Angeblich sei eine Wildkatze in Berlin entlaufen und... Das stimmte wohl gar nicht. Das habe sogar ich mitbekommen, Bruder. ...gesichtet worden anhand eines Videos. Und das ging wirklich über Tage und Wochen in Berlin rum. Leute hatten Angst, dass jetzt eine Wildkatze vor der Tür steht. Leute sind abends nicht mehr rausgegangen. Die Polizei ging wirklich mit abertausenden Menschen... Die Leute haben gedacht, es ist ein Löwe entlaufen. Ja, dabei war einfach nur Manuelsen zu Besuch. ...Menschen durch dieses Waldstück, wo diese Wildkatze angeblich gesehen wurde. Und viele zweifelten schon mittlerweile daran, ob es denn wirklich ein Löwe war. Dann kamen wirklich die wildesten Theorien auf. Hat vielleicht der Zoo diese Wildkatze entlaufen lassen? Hat vielleicht eine Großfamilie geheimerweise, illegalerweise eine Wildkatze bei sich im Garten und die ist jetzt weggelaufen? Großfamilien haben sich eingeschaltet und haben gesagt, wenn diese Wildkatze gefunden wird, gibt sie nicht den Behörden, gibt... Maschallah. Ja. Sie uns, wir nehmen sie in unser Gehege auf. Es war wirklich eine verrückte Zeit und es wurde wirklich zeitweise daran geglaubt, dass ich dieses Gerücht einfach gespreadet habe und ich bin glücklich, dass ich es nicht getan habe, dass ich nicht dahinter steckte, denn tatsächlich ist dieses 1000-Mann-Polizeiaufgebot so unfassbar teuer gewesen für die Stadt Berlin, dass ich glaube,
jeder, der diesen Prank verursacht hätte, es bis heute nicht veröffentlicht hat. Es wäre wirklich unfassbar teuer gewesen, unfassbar nach hinten losgegangen. Und dementsprechend war nach ein paar Wochen auch der allgemeine Tonus, nee, war doch keine Wildkatze, war scheinbar doch einfach nur ein Wildschwein. Und das ist in Berlin ganz üblich. Dicker, was ist denn los mit den Leuten, ja? Da war ich dann doch froh, dass ich hinter diesem Hype nicht steckte. Ich habe dann wirklich kurz überlegt. Aber es ist natürlich auch etwas, wo dann auch so ein Marvin, glaube ich, auch der Arsch auf Grundeis geht, so ein bisschen, weil er natürlich auch sieht, okay, im Internet sagen immer mehr Leute, ey, das ist 100 pro Marvin, das war Marvin, das war Marvin, das war Marvin. Du denkst natürlich auch, okay, wenn das jetzt die Polizei liest die ganze Zeit, die stürmen dann wahrscheinlich mal irgendwann hier mein Apartment, um dann halt auch Beweise zu sammeln. Dicker. Ob ich dazu was mache, ob ich noch ein weiteres Video dazu mache, wo man vielleicht erahnen könnte, dass es doch ein Wildschwein war, habe ich gedacht, nee, wenn es am Ende doch eine Wildkatze ist, dann... Das weiß man, anscheinend hat sich da einfach jemand geirrt. Es war doch kein Löwe, es war ein Wildschwein. Kann passieren, Bruder. Löwe, Wildschwein, sehen aus wie Zwillinge. Dann hängst du dich damit rein, bist am Ende schuld, wenn ein Kind gefressen wird. Machst du vielleicht irgendwie ein anderes Gerücht in diese Richtung oder klärst einfach darüber auf, wie viele Wildkatzen wirklich in privaten Zoos in Deutschland gehalten werden. Da bin ich ja, das habe ich auch immer noch auf meiner Bucketlist. Vielleicht mache ich das eines Tages mal noch, bin aber in den Recherchen noch nicht weiter vorangekommen. Weil ihr wisst, wenn ich recherchiere, dann nicht einfach nur Sachen zusammentragen, Video veröffentlichen, sondern wenn, möchte ich da auch undercover hingehen und gucken, ob ich da auch geheime Filmaufnahmen bekomme. Ja, jetzt habe ich so weit gespoilert. Ich glaube, das Thema wird auf der Bucketlist nochmal weiter nach unten gesetzt. Dementsprechend vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Ideen habt, wo ich vielleicht hinterstecken könnte oder anders gesagt, wo ihr euch wünschen würdet, hinter welchem Thema ich stecken sollte, zum Beispiel, dass der HSV seit Urzeiten nicht mehr in die erste Liga aufsteigt oder dass die deutsche Nationalmannschaft gerade nicht so gut spielt, dann schreibt das doch gerne mal in die Kommentare, wo ihr euch wünschen würdet, dass das Ganze ein Prank von mir ist und ich ihn morgen auflöse. Dementsprechend abonniert gerne meinen Zweitkanal. Wir stehen kurz vor den 100.000. Würde mich sehr, sehr freuen. Ja, gibt's auf jeden Fall ein Like dafür. Genau, lasst auf jeden Fall Liebe da gerne bei dem Bray. Ich hätte mir natürlich ein bisschen mehr Aufklärung gewünscht für dieses ganz, ganz skurrile Ding hier. Bushidos Schallplatte. Wer hat jetzt hier diese Briefe da rausgeschickt mit den Fake-Goldplatten? Das muss ja, also das muss irgendwann auch mal in einem Video dann wahrscheinlich aufgelöst werden, weil sonst macht man sich doch den Aufwand nicht. Wenn dahinter keine Pointe ist, keine Konklusion halt, ne? Bin gespannt auf jeden Fall. Nices Video. Grüße gehen raus an meinen Namensvetter hier.